Herzlich willkommen. Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema heute soll sein, wie hoch ist für Sie der Wert einer Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung? Ich möchte es an dem Beispiel Patientenverfügung einmal darstellen, wie man so einen Wert eventuell berechnen, bemessen oder für sich einschätzen kann. In meinen Beratungen, die ich zurzeit täglich in dem Thema Generationenberatung im Familienverbund durchführe, kommt immer wieder das Thema auf, wie viel ist denn so eine Verfügung, so ein Dokument, so ein rechtskonformes Dokument mir oder dem Kunden in diesem Fall wert? Wenn es nämlich darum geht, bei wem oder mit wem mache ich diese Dokumente und was kostet das Ganze? Ich möchte mal versuchen, an einem Beispiel so einen Wert herbeizuführen und Ihnen die Möglichkeit geben, für sich diesen Wert selbst zu berechnen. Ich kann mir gut vorstellen, und das höre ich immer wieder von meinen Mandanten und Kunden, dass sie in Fällen von schwerer Krankheit, von Notfällen und so weiter ganz gerne wieder ihre Selbstbestimmung und ihr altes Leben zurückhaben möchten und alles dafür geben würden, das zu bekommen. Wie wir alle wissen, nach einem Unfall oder nach einer schweren Krankheit ist nicht so wie vorher und es wird eben nicht mehr so, wie es mal war. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet denn dieses, ich würde alles dafür geben? Machen wir uns das mal bewusst an so Beispielen aus dem Alltag, an Sachen. Was ist uns eine Sache wert und was tun wir dafür? Wir nehmen mal ein Auto und wir nehmen mal ein Auto, das vielleicht 20.000 oder 30.000 Euro kostet, wenn es neu ist und das wir dann versichern, vielleicht mit einer Versicherungsprämie von 500, 600 Euro im Jahr. Dieses Auto wird einmal im Jahr mindestens zum Kundendienst gebracht. Es wird gewaschen, gepflegt, gesaugt. Es wird sozusagen gehegt wie ein kleines Kind. Und dafür geben wir Geld und Zeit aus. Das Geld können wir ganz leicht bemessen, indem wir schauen, was der Service kostet, der Ölwechsel, das Öl, das Waschen, das Saugen, das Reinigen. Aber den emotionalen Wert, den können wir nur dann ermessen, indem wir uns mal die Frage stellen, ist es wirklich das Auto wert, was ich da an Zeit, Herzblut und so weiter reinstecke? Ich habe mal jetzt abgesehen von historischen Fahrzeugen, von Liebhabern, von Oldtimern, sondern es geht um den ganz normalen Gebrauchsgegenstand Auto. Wenn dieses Auto tatsächlich einen Totalschaden erleidet, sozusagen einen Notfall erleidet, dann ist es schlimm genug. Dann ist vielleicht das Geld weg, wenn es nicht gut versichert ist. Aber wie groß ist denn der Schaden, wenn wir im Auto sitzen und bei diesem Unfall ein tatsächliches körperliches Leid und eine nachträgliche Beeinträchtigung des Körpers mit uns tragen? Ich glaube, dass diese Wertigkeit viel, viel höher ist als der Wert des Autos von 20.000 bis 30.000 Euro. Und da ist wieder die Frage, was ist es mir denn wert, wenn ich sage, ich würde alles dafür geben, dass es wieder so wird, wie es früher war. Ich glaube, dass für die meisten Leute dieser Wert, wenn sie den beziffern müssten, und so vorgehen, wie ich jetzt mit dem Beispiel Auto oder andere mit dem Beispiel Haus oder Beispiel Arbeitskraft auf Summen kommen, die dabei gegen das Auto stehen, die sicherlich in die Hunderttausende von Euros tendieren. Eine Arbeitskraft, die ich eventuell verliere mit 30 Jahren bei einem Einkommen von vielleicht 3.000 bis 4.000 Euro brutto, multipliziert mit den Jahren bis zum Rentenalter, habe ich ein Risiko, das in etwa bei 1,5 Millionen Euro liegt.
Und jetzt zurück zum Wert einer Patientenverfügung. Sie können die Patientenverfügung bei einem Notar, Sie können die Patientenverfügung bei einem Rechtsanwalt oder Sie können die Patientenverfügung mit Vordrucken und Formularen aus dem Internet erstellen. Der Notar hat eine feste Gebühr, die er aus der Gebührenordnung abliest. Der Steuerberater hat eine Gebühr, die er aus den Stunden oder aus dem Pauschalbetrag benennt und die kostenlosen Formulare aus dem Internet, die müssen Sie nur noch ausfüllen, die kosten gar nichts. Der Notar verlangt in etwa zwischen für ein ganzes Vorsorgepaket, von dem ich prinzipiell ausgehe, dass man das haben sollte, zwischen 300 und 1300 Euro pro Person je nach Vermögen. Das ist die Gebührenordnung. Der Rechtsanwalt verlangt für solche Dokumente in der Regel etwa vielleicht 400 bis 800 Euro, je nach Umfang und Spezialität. Und die andere Seite, die Formulare kosten gar nichts. Wenn ich aber vorher ausgerechnet habe, dass die Wertigkeit dieser Dokumente, Beispiel Patientenverfügung, für mich einen Wert von 100, 200, 300.000 Euro hat, damit ich am Leben wieder teilhaben kann, wie ich es möchte, damit ich sterben kann, wie ich es möchte und damit ich behandelt werde, wie ich es möchte, dann sind diese Summen, die ich gerade genannt habe, nicht der Rede wert. Wenn ich nämlich beispielsweise einen Aufwand von 500 Euro hätte und der Wert, der für mich dagegen steht, 500.000 ist, dann ist diese Ausgabe eigentlich Peanuts. Jetzt ist es allerdings so, dass diese einmalige Ausgabe oftmals die Leute abschreckt. Und was danach noch kommt, ist viel, viel wichtiger. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Dokument erstellt, haben dafür eine eigene Gebühr bezahlt bei jemandem, der Ihnen dabei geholfen hat. Und jetzt ist dieses Dokument 20 Jahre alt. Und jetzt sind Sie plötzlich in der Lage oder in der Situation, dass Sie schwer krank werden und dieses Dokument benötigen. Und wenn Sie nach 20 Jahren dieses Dokument, wie beispielsweise die Patientenverfügung, aus dem Schubladen, aus dem Ordner herausholen und sich die Gesetze oder die Rechtslage verändert hat oder auch Ihre Meinung verändert hat, dann ist dieses Dokument nichts mehr wert. Und es gilt vielleicht nicht mehr oder es kann nicht mehr benutzt oder eingesetzt werden. Und hier kommt nämlich zum Tragen ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Sie müssen dafür sorgen, dass dieses Dokument, das Sie hier erstellt haben, beispielsweise die Patientenverfügung, dauerhaft gültig bleibt. Und auch hier ist es wieder die Frage, was ist es mir denn wert, dass es dann gilt, wenn ich es brauche? Ich habe für mich die Lösung gefunden, für mich einen Wert oder Geld dafür aufzuwenden, damit dieses Dokument oder meine Dokumente aktuell bleiben, dass ich zusätzlich einen Rechtsanwalt im Hintergrund habe, der mich unterstützt, wenn ich mit den Dokumenten nicht weiterkomme, also Probleme bei Banken zum Beispiel bekomme oder bei Pflegeheimen, der sich einsetzt, damit es durchgesetzt wird, was drinsteht. Und wenn ich selbst eine Änderung habe, ich nicht nochmal die gleiche Gebühr beim Notar oder Anwalt bezahlen muss für die Änderung. Beispielsweise, ich ändere den Bevollmächtigten, ich ändere den Menschen, der sich kümmern soll, wenn ich schwer krank bin, dass ich dann nicht nochmal wieder was zahlen muss. Und ich habe für mich die Lösung gefunden, dass ich dafür im Jahr 39 Euro bezahle, um diese Dokumente rechtskonform wirksam zu halten. Und damit kann ich jetzt wieder diese Wertigkeit berechnen. Was ist es mir denn wert, dass es zum Schluss funktioniert? Und es kommt immer rechnerisch, rational zu dem gleichen Ergebnis. Wenn ich im Jahr 39 Euro zahle und für die Erstellung dieser Dokumente vielleicht 200 Euro einmalig, dann ist diese Investition für den meisten Menschen eine viel wichtigere Investition, weil die Wertigkeit des Lebens und des Sterbens eine viel, viel höhere ist als diese Mini-Investition. Und deswegen möchte ich Ihnen raten, dass Sie in diesem Fall denken wie Unternehmer
der einfach sagt, was ist es mir wert, dass ich das tun darf und kann, was ich gerne möchte und meine Angehörigen in die Lage versetzt werden, das für mich zu tun, wenn ich es selber nicht mehr tun kann. Stellen Sie sich einfach die Summe vor, die Sie ausgeben würden, damit alles wieder so wird, wie es vorher war. Schreiben Sie sich die einfach auf einen Zettel, auf ein Blatt Papier und stellen Sie dagegen eine Investition, die in etwa liegen sollte bei 200 bis 300 Euro einmalig und 39 Euro im Jahr für die Unterstützung eines Anwalts, der Ihre Dokumente immer aktuell hält. Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an mich wenden. Ansonsten geben Sie die Info weiter. Wenn es Ihnen gefallen hat, dieses Beispiel oder diese Gegenüberstellung, dann geben Sie mir einen Daumen nach oben. Kommentieren Sie gerne auch in den Kommentaren. Diskutieren Sie mit mir und mit den anderen Zusehern. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Für heute war es das. Herzliche Grüße, Ihr Klaus Echtler.